Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, malen zu können wie die alten Meister? So wie Hans Multscher oder Konrad Witz, deren prächtige Schöpfungen in der Berliner Gemäldegalerie zu bewundern sind. Die spätmittelalterlichen Tafeln hängen gleich im ersten Saal mit altdeutscher Malerei des 13. bis 15. Jahrhunderts. Darunter auch jene Gemälde, die um 1465 am Mittelrhein entstanden sind und von der Hand eines anonymen Meisters stammen. Seinen Notnamen, Meister der Darmstädter Passion, verdankt er Altarflügeln, die heute in Darmstadt ausgestellt sind. Wenig ist über den Künstler bekannt, doch erzählt sein Werk viel über ihn. Die beiden Tafeln gehörten einst zu einem Flügelaltar der St. Martinskirche in Bad Orb im Spessart. Als Außenseiten waren sie werktags zu sehen, wenn der Altar zugeklappt war. Links thront die Gottesmutter mit dem Kind. Zeichen ihrer Reinheit ist das Lilienzepter in ihrer Hand. Wesentlich kleiner als die heiligen Personen kniet am Bildrand der geistliche Stifter des Altars. Rechts ist die heilige Dreifaltigkeit dargestellt. Gott Vater, neben ihm die Taube des Heiligen Geistes, präsentiert den Gottessohn als Schmerzensmann mit seinen Wundmalen. Wurde der Altar an Sonn- und Feiertagen geöffnet, dann begann das Bildprogramm mit der Verehrung des neugeborenen Jesuskindes durch die heiligen drei Könige, setzte sich fort mit der Kreuzigung Christi auf der Mitteltafel und endete rechts mit der Verehrung des heiligen Kreuzes. Die Innenseiten wirken durch den Goldhintergrund prächtiger als die Außenseiten. Betrachten wir nun einige Details genauer. Die Ankunft der drei Weisen mit ihrem Gefolge symbolisiert der Stern, der sich in gerader Linie direkt über dem Christuskind befindet. Die heiligen drei Könige überreichen Geschenke. Sie sind in Gold- und Silberdurchwirkte, hermelinbesetzte Samtgewänder gehüllt. Ihre würdige Erscheinung hebt sie deutlich ab von der in schlichte Stoffe gekleideten heiligen Familie. Maria sitzt mit dem Kind auf einem ornamentierten Teppich. Hinter ihr der greise Josef auf einen Stab gestützt. Ein notdürftig mit Stroh gedecktes Dach gewährt der heiligen Familie vor Witterungsunbilden Schutz. Die Anbetung findet vor einer Ruine statt, die auf den Palast Davids verweist, aus dessen Geschlecht Christus stammt. Im Kontrast zum romanischen Baustil steht die gotische Architektur der sich noch im Bau befindlichen Kirche aus lebendig wirkendem rötlichen Sandstein. Sinnbild für das Neue Testament nach dem Untergang einer überholten Weltordnung. Der Anbetung des göttlichen Kindes ist die Verehrung des Heiligen Kreuzes kompositionell zugeordnet. Ein Bischof, umringt von kerzentragenden Diakonen, hält das Kreuz, an dem Christus gestorben ist. Die Kaiserin Helena hatte das wahre Kreuz Christi in Jerusalem suchen lassen und der Legende nach im Jahr 326 auf Golgatha gefunden. Sie übergab es der Kirche und kniet nun gemeinsam mit ihrem Sohn
dem Kaiser Konstantin, verehrend vor dem Kreuz. Gefolgsleute des kaiserlichen Paares verfolgen andächtig das Geschehen. Den Altar in seiner einstigen Funktion gibt es so nicht mehr. Das Modell rekonstruiert den ursprünglichen Zustand. Bis 1983 befand sich das originale Mittelbild mit der Kreuzigung Christi in der Pfarrkirche von Bad Orb, wo es ein Brand vernichtete. So zeugen nur noch die Berliner Altarflügel von der einstigen Schönheit des Gesamtwerkes. Ende des 19. Jahrhunderts trennte man die einst beweglichen Flügel in vier Einzelbilder, vermutlich um Vorder- und Rückseite gleichzeitig betrachten zu können. Zur Stabilisierung der nunmehr stark gedünnten Tannenholztafeln wurde auf der Rückseite ein Parkett angebracht. Die Stützkonstruktion sollte eine Wölbung des Bildträgers verhindern, ohne seine klimatisch bedingte Bewegung einzuengen. Werfen wir nun einen Blick hinter die Kulissen der Galerie. Gleichmäßiges Klima und eine optimale Lichtstreuung sind für den Erhaltungszustand jahrhundertealter Gemälde von außerordentlicher Bedeutung. Doch lässt sich der Alterungsprozess eines Gemäldes nicht aufhalten. Die obere Schutzschicht, der Firnis, verbräunt und verschleiert dadurch die ursprüngliche Farbgebung. Um Tiefenwirkung und Brillanz der Farben wieder zum Vorschein zu bringen, steht nun auch den Tafeln des Meisters der Darmstädter Passion eine Restaurierung bevor. Das Vorhaben wird vom Getty Grant Program in Los Angeles finanziell unterstützt. Nach dem Abhängen der Gemälde durch die Magazinverwalter folgen die technischen Untersuchungen. Erste Station ist das Röntgen, eine zerstörungsfreie Untersuchungsmethode. Die ausgerahmte Tafel wird im Röntgenraum mit der Rückseite positioniert. Mit Hilfe eines schwachen Laserstrahls wird die Röntgenröhre exakt auf den Mittelpunkt der einzelnen Filmsegmente ausgerichtet. Die austretende Strahlung belichtet den 1 Meter breiten Röntgenfilm, der direkt auf der Bildoberfläche liegt. Auf dem Röntgensteuergerät werden die entsprechenden Daten eingegeben. Während des Röntgenvorgangs darf der Raum aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Hier zieht der Fotograf den entwickelten Röntgenfilm aus dem Wasserbad. Das große Format erfordert eine Entwicklung per Hand, um ein brillantes Kontrastbild zu erhalten. Handwerkliche Erfahrungen und mitunter ein Probeabzug sind nötig. Da die Tafel mehr als 2 Meter in der Länge misst, setzt sich die Röntgenaufnahme aus 3 Segmenten zusammen, die auf einer Leuchtkastenwand miteinander verklebt werden. Nun ist der Vergleich von Röntgenaufnahme und Original möglich. Das Röntgenkontrastbild macht Dinge sichtbar, die dem Auge des Betrachters verborgen bleiben. Wie diese Leinwandbeklebungen auf der Grundierung, eine damals übliche Methode, um Unebenheiten auszugleichen und Astlöcher wie hier zu kaschieren. Diese Stelle zeigt ein Frühschwundkrakelee, ein ausgeprägtes Sprungnetz in der Malschicht. Gut zu erkennen ist eine frühere Brandverletzung durch eine Kerze, die vor dem geschlossenen Altar in der Kirche gestanden hat. Diese Röntgenaufnahme brachte ein besonders wichtiges Detail an den Tag. Die Madonna saß ursprünglich auf einer Teppichrolle, sodass man in dem heute sichtbaren Teppich eine zwar alte, aber doch spätere Zutat vermutete. Die Untersuchungen lassen nunmehr keinen Zweifel daran, dass die ausgeführte Version die originale ist. Das rechte Ende des Zepters und ein Teil des Gewandes der Jungfrau Maria sind eindeutig über den Teppich gemalt. Der Künstler ist ganz offensichtlich von seinen einstigen Intentionen abgewichen. Die nächste Untersuchung, die Infrarot-Reflektographie, verspricht weitere interessante Ergebnisse. Die 17,3 Kilogramm schwere Tafel wird zur Infrarot-Präzisionsstaffelei transportiert. An der Kamera fährt das Bild langsam ab. Unsichtbare Strahlen des elektromagnetischen Spektrums mit einer Wellenlänge von etwa 1500 Nanometern durchdringen die oberen Firnis- und Malschichten und erreichen ein doppelt so hohes Auflösungsvermögen wie bei einer herkömmlichen fotografischen Infrarotaufnahme. Nur mit dieser Methode,
wird die Arbeitsweise des Künstlers transparent. Schraffuren in der Unterzeichnung liefern Anhaltspunkte für das Malen von Schatten. Veränderungen während der Bildentstehung, wie hier an der linken Hand von Gottvater, fallen auf. Diese elektronische Kamera mit infrarotempfindlicher Röhre versetzt uns in die Lage, obere Malschichten visuell zu durchdringen. Wir sehen hier auf diesem Kontrollmonitor im Bereich der Augen und Augenbrauen Unterzeichnungen. Wir müssen viele Einzelaufnahmen anfertigen, da diese Kamera eine physikalisch bedingt schlechte Auflösung hat. Diese Einzelaufnahmen setzen wir zusammen mit Hilfe einer speziell für diesen Zweck programmierten Software namens iRaycon. Gravierende Veränderungen hat der Meister der Darmstädter Passion auf der Altaraußenseite bei der Darstellung der Mutter Gottes vorgenommen, die in der Infrarotaufnahme sichtbar werden. Ja, wir sehen hier auf dem Monitor die Unterzeichnung, die der Künstler auf dem grundierten Bildträger angebracht hat. Die Unterzeichnung, die mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, wird durch das Verfahren der Infrarotreflektographie sichtbar gemacht. Wir gewinnen Einblicke in den Entstehungsprozess eines Bildes, wenn wir uns ein Detail etwa anschauen, wie das Gesicht Marias. Wir sehen die versetzte, verschobene Pupille, wir sehen den Nasenkontur, der verschoben ist. Im Verlauf der Arbeit wurde dann der Blick der Maria gesenkt, sie wendet sich mehr dem Kind zu. Es entsteht auf diese Art und Weise ein engeres Verhältnis zwischen Mutter und Kind, was angestrebt war durch diese, wir müssen jetzt sagen, zielgerichtete Veränderung. Eine zweite sehr auffallende Veränderung in der Unterzeichnung, nur in dieser, mit bloßem Auge nicht zu sehen, bezieht sich auf das Lilienzepter. Maria hält diesen Stiel mit Lilien in der Hand. Das war aber ursprünglich nicht so geplant. Darunter sehen wir in der Infrarotaufnahme drei rundliche Gebilde, dazu auch anders geformte rundliche Blätter. Es handelt sich ganz offensichtlich um diese vielblütigen Centifolia-Rosen. Allerdings ist das Rosenmotiv eben doch so ungewöhnlich und so selten gebraucht, dass der Künstler ganz offensichtlich auf dieses Lilienzepter zurückgekommen ist, weil das einfach die bekanntere und geläufigere Form der Darstellung war. Das Stereomikroskop erlaubt einen tiefergehenden Blick auf den Erhaltungszustand der Gemälde. Beim Betrachten der Malschicht sind Fehlstellen zu erkennen. An den Bruchkanten ist die Malschichtenfolge bis zur Grundierung sichtbar. Hier erscheint zum Beispiel die Unterzeichnung als halbtransparenter schwarzer Strich auf der Grundierung. Eine weitere Methode zur genauen Untersuchung der Malschichten ist der Querschliff. Eine geringe Probe wird entnommen, in Kunstharz eingebettet und senkrecht zum Malschichtenaufbau angeschliffen und poliert. Mittels Lichtmikroskopie und einer 200-fachen Vergrößerung kann der Aufbau der Malschichten analysiert werden, die aus Pigmenten und Bindemitteln bestehen. Diese Probe stammt aus dem Gewand des ältesten knienden Königs und zeigt folgende Malschichten. Im Normallicht erscheint unten die weiße Grundierung. Die dünne Farblage darüber, die Imprimatur, dient zur Isolierung. Die folgende Schicht bildet den Grundton für den golddurchwirkten Stoff. Aus rotem Lack mit einem Anteil von Bleiweiß besteht die nächste Schicht, mit der das Stoffmuster gemalt wurde. Die oben aufliegende Lasur gibt den Schatten an. Eine Anfärbung der Probe mit einer chemischen Substanz lässt im Normallicht das Bindemittel erkennen, das der Maler benutzt hat. Die rote Verfärbung der Grundierung deutet auf die Verwendung eines proteinhaltigen Bindemittels, während die schwarz verfärbte Isolierschicht auf ein ölhaltiges Bindemittel schließen lässt. Eine Betrachtung der Probe unter UV-Licht zeigt den Schichtenaufbau noch deutlicher. Im Normallicht war die Zweischichtigkeit der ockerfarbenen Lage nicht zu erkennen. Diese technischen Untersuchungen sind nötig, bevor die Restaurierung beginnt. Hier wird der durchsichtige Überzug abgenommen, der die originale Malschicht schützt und mit der Zeit stark verbräunt ist. Mit einem Wattebausch, getränkt mit einem organischen Lösemittel,
beseitigt der Restaurator vorsichtig die farbveränderte Firnisschicht, die den Gesamteindruck der Malerei verschleiert. Die Reinigung bringt die Brillanz der Farben wieder an den Tag. Deutlicher zeigen sich nun auch die Krakelés, die Risse und Sprünge in der Malschicht, die beim Trocknen der Farben entstanden sind und das Erscheinungsbild gealterter Malerei ausmachen. Hier ist die Originalfarbe von zartem Lila, die von dem nachgedunkelten Firnis verdeckt war. Auch Retuschen und Übermalungen, die frühere Beschädigungen verdeckten, haben sich mit der Zeit farblich verändert und beeinträchtigen den ästhetischen Gesamteindruck. So wie hier am Kaisermantel. Die steinharten Retuschen werden angelöst und unter dem Mikroskop vorsichtig mit einem Skalpell entfernt. Nach der Firnisabnahme zeigt sich am pelzverbrämten Mantelsaum eine Übermalung. Sie unterscheidet sich von originalen Bildpartien durch das fehlende Krakelé und eine Farbveränderung. Die Abnahme der Übermalung ergab einen etwas anderen Faltenwurf. Bei der teilweisen Rekonstruktion des Gewandsaums unter Einbeziehung von originalen Fragmenten war also großes Einfühlungsvermögen erforderlich. Nun wird ein Zwischenfirnis aufgebracht, der die Malschicht schützt und zugleich die Farben sättigt. Gleichmäßig wird er mit einem Pinsel aufgetragen und der Goldgrund dabei ausgespart. Mit einem in feine Seide gehüllten Wattepolster beginnt der Restaurator, den Firnis leicht in die Farbschicht einzumassieren, bis er anzieht, also anfängt zu trocknen und samtig zu glänzen. Fehlstellen in der Malschicht schließt der Restaurator mit einer Kittmasse aus Hasenleim und Champagnerkreide, die warm gehalten wird, um geschmeidiger zu sein. Nach dem Ausbessern der Fehlstellen beginnt die Untermalung mit wasserlöslichen Gouachefarben, feingeriebene und lichtstabile Künstlerfarben aus der Tube. Die Farben mischt der Restaurator mit einem Spitzpinsel aus Rotmarderhaaren auf der Palette an. Die Arbeitsweise, mehrere Lasuren übereinander zu setzen, gleicht der der alten Meister. Als schwierig erweist sich die Ergänzung von Fehlstellen im Goldgrund. Eine Untermalung mit transparenter Aquarellfarbe schließt die Fehlstelle. Die rötliche Schicht dient als Unterlage für das Goldpulver, das mit Firnis vermischt, darüber gestrichen und abschließend mit einem Achat poliert wird. Transparente Farbschichten, dünn übereinander gelegt, erzeugen wie beim Original einen Effekt der Tiefe. Ein künstlich mit dem Pinsel eingefügtes Sprungnetz und Ritzungen mit dem Skalpell imitieren Altersspuren und
gleichen ihre Tusche strukturell der Umgebung an. Eine Retusche noch so perfekt sein. Entscheidend ist letztlich der Gesamteindruck. Zum Abschluss der Restaurierung wird der Firnis gespritzt, um auf der Bildoberfläche einen gleichmäßigen, matten Glanz zu erlangen. Die Restaurierung brachte zum Vorschein, welch genialer Meister der Farben und des Lichts hier vor mehr als 500 Jahren am Werke war. Wie dynamisch er scharlachrote und apfelgrüne Farbtöne zum Klingen brachte, wie meisterhaft er Gold und edle Materialien mit Farbe zu imitieren vermochte und welche Liebe zum Detail ihn beflügelte. Ein besonderer Blickfang unter den Blautönen ist dieser Ärmel mit dem damals teuersten Farbpigment Ultramarin gemalt, hergestellt aus dem kostbaren Lapislazuli und nur mit Gold aufzuwiegen. Die nun wiedergewonnene frische Farbigkeit der Gemälde verlangte eine neue Rahmung. Der Holzrestaurator der Galerie rekonstruierte nach einem alten Foto der Mitteltafel die originalen Rahmen des Altars mit einem veränderten Innenprofil, das eine Polimentvergoldung erhielt. Die Schenkelplatten wurden mit einem Anstrich in dem zeittypischen dunkel ablasierten Männigerot versehen. Um die neuen Rahmen den alten Gemälden anzupassen, wurden sie patiniert, mit Gebrauchs- und Altersspuren versehen.